Makes sense, ja. Okay, und wir können tatsächlich nur noch hier lang. Obwohl, da gab es doch auch noch ein Herzteil in der Mitte. Ja, gut, jetzt können wir nicht mehr zurück. Toll. Und hier gibt es irgendeinen komischen Boss. Okay. Ah. Der ist halt um. Nein, Link, bitte. Okay. Wunderbar. Puh. Jetzt können wir hier in den letzten Raum. Wie es scheint. Es nur noch zwei Truhen zu holen gibt. So, weg mit dir. Und bam! Einen Fangstoß hier bei normalen Gegnern benutzt. Wie konnte man die denn nochmal... Konnte man die nicht irgendwie, umwerfen? Oder war das... Nur mit dem, Wirbelattacke. Wie mir die Begriffe heute nicht einfallen. Das ist nur mit der Wirbelattacke. Kann sein, ne? Kann echt gut sein. So, zack. Dann ist der Shortcut hier geöffnet. Und der Käfig allerdings noch nicht. Das hier ist ein Metallwürfel. Nee, doch nicht. Dann habe ich mich aber ganz gewaltig verschaut. Was zum Teufel? Hier sind erstmal... 35 Rubine drin und ich kann sie nicht aufnehmen. Super. Gut, dann werde ich mich mal kurz hier genauer umschauen. Mit dem Käfer. Ja. Wunderbar, okay. Ich dachte, hier müsste man jetzt auch wieder Backtracking betreiben, aber nein. Wir kommen auch so ran. Haben das überhaupt angezeigt? Wie asi, dass einem das nicht angezeigt wird. Oder stehe ich da gerade drüber mit Link? Nein, einem wird das tatsächlich nicht angezeigt. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4, um deine Lebensenergie um ein Herz zu erhöhen. Alles klar. Und jetzt? Oh, da kriegen wir, glaube ich, den Master Key. Da können wir die Ranken runterlassen. Schneiden die aber nicht ab, oder? Nee, können wir ja eigentlich gar nicht. Das wäre mega dämlich. So. Sehr schön. Dann müssen wir von da drüben ran. Ja, okay. Können wir ihm irgendwie ein bisschen auf den Sack gehen, damit er zu uns kommt? Holy shit, was zum Teufel? Der ausrastet. Hallo? Ja, tatsächlich. Hau ab! Ah, geht doch. Meine Fresse, wie Link keinen Bock hatte, ihn runterzuwerfen, ne? Was zum Teufel? Okay, und sprinten kann man nicht.
Ich hab's gerade dann doch nochmal ausgetestet. Weil es mich jetzt interessiert hatte. Aber nein. Oder was heißt sprinten? Schneller gehen einfach nur. So. Nochmal hier gespeichert. Und. Dann geht's hier wahrscheinlich nochmal zu einer Truhe. Ja, anscheinend, okay. Oh mein Gott, okay, das war close. Das war echt close. Moment mal. Nee, die Truhe steht da hinten. Da rechts, okay. Da, wo ich jetzt hingehe, da ist der Master Key. Okay, na gut. Na dann. Gehen wir mal hier vorsichtig hier rüber. Halt dich doch früher fest, Link. Du Irrer. Nein, Link, was tust du, du dummes Stück? Ja, okay, nicht so schlimm. Link, ich sag dir, ne? Warum verliert man dadurch keine Herzen? What the hell? Okay. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Und können uns jetzt hier rüber schwingen. Sehr schön. Jetzt gib her. Du hast den goldenen Schlüssel erhalten. Er ist seltsam geformt und mit dekorativen Mustern überzogen. Jo, stimmt. Was hier in dem Teil echt schön gemacht ist. Die Dinger heißen nicht einfach nur Master Key oder Master Schlüssel, was auch immer. Sondern haben eigene Begriffe. Sehr schön finde. Ah, es geht doch. Wir waren wahrscheinlich gerade einfach nur am Ende von dem Dingen, weswegen es dann nicht mehr übernommen wurde. Okay, okay, okay. Ja gut, was auch immer. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall. Wir können doch sprinten. Und der Rubin war jetzt gewastet. Na gut. Was auch immer. War nur ein 20er. Jetzt geht's zum Boss, bevor wir, nachdem wir gespeichert haben. Zack. Speichern. Aber ich denke nicht, dass wir failen werden. Weil dafür müssten wir dann schon extrem aufs Maul bekommen. Oh, ist das scheiße zu drehen, das Teil. Moment mal, ich sollte mir vielleicht mal das Dingen anschauen, anstatt hier einfach nur dran rumzudrehen. Hallo? Kann ich? Okay, jetzt geht's. Rein mit dir. Ich war gerade richtig dumm im Kopf. Ich habe gerade versucht, das zu drehen und dann zu schauen, wie das Dingen, ob das Dingen da reinpasst. Aber ich hätte einfach mal auf die Form von dem Schloss schauen müssen. Und dann auf den Schlüssel. Dann hätte ich es auch schon viel eher gepackt. Naja, was soll's. Bro? Alles gut bei dir? Was zum... Sieh an? Wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke gerissen. Gott sei Dank.
aus. Nicht, dass dies irgendetwas ändern würde. Ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch dieses Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdiger. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Name das Erdland, ja sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Girahim! Für dich freilich, Fürst Girahim. Merk dir meinen Namen. Es wird der letzte sein, den du hörst. Ganz bestimmt nicht. Doch was ist das? Wagst du, kleiner Wicht, es etwa mich herauszufordern? Ja, warte nur, wer der kleine Wicht ist. Du wirst dich nur umschauen. Das Mädchen, es sollte sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann musste diese schmähliche Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Ein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ob dieser Schmach empfindet? Wut! Fürchterliche, rasende Wut! Ein blaues Blut kocht vor Zorn. Entspann dich mal, Bro. Weißt du nach, was es mich in diesem Moment gelüstet? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Andererseits gereicht ein Stallbursche wie du einem Fürsten wie mir nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. So, jetzt aber Schluss, Bro. Zum Teufel ist... Bist du zum Ballett oder was ist mit dir los, Bro? Hör auf mit dem Müll. Hör auf. Schluss jetzt. Hallo. So der Scheiß. Okay, ich sollte vielleicht erstmal schauen, was er so zu bieten hat. Okay. Zum Teufel. Manchmal funktioniert das, was ich vorhab, und manchmal nicht. Gerade echt so blöd dafür. Gerade hat es so oft funktioniert. Ja, komm, dann sag halt frei. Was ist? Gebieter, deine Geldbörse ist bereits voll mit Rubinen. Toll. Danke. Okay, die Angriffe kann er also nicht abwehren, wenn ich nah an ihm dran stehe. Endlich! Endlich nimmst du ein Schwert zu dir, mein Freund. Au! Bullshit.
Bro, hör auf mit dem Quatsch. Zack. Okay. Wir haben ihn echt gut gegeben. Nice. Okay, nochmal echt gut ausgekontert. Wunderbar. Nein, was? Link, du solltest seitlich schlagen. Okay, nice, wunderschön. Schönes Ding, richtig gut gekontert, bis zum letzten Moment gewartet. Und dann gegeben. Komm, was willst du, Junge? Ich mach dich alle. Okay. Gut, das mit den Dingern hat zwar nicht funktioniert, aber jetzt. Okay. Schönes Ding, Link. Richtig gut. Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbar gekämpft, aber bilde dir nichts darauf ein, du solltest lieber deinem Schwert danken. Ich habe mich wohl zu lange mit dir abgegeben. Ihre Präsenz schwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Lebe wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Halt's Maul. Alles klar. Damit haben wir Girahim erfolgreich besiegt. Oder vertrieben, was auch immer. Und kriegen einen Herzcontainer. Es war schon ganz geil, dass wir jetzt einen Herzcontainer kriegen. Aber ich hatte mich auf einen richtigen Boss gefreut. Gut, habe ich mich wohl nicht mehr richtig erinnert, was genau der Boss nochmal war. Naja, was auch immer. Schreiten wir weiter. Ja, Fei? Gebieter, dein Schild ist kurz davor zerstört zu werden. Bitte achte auf die Schildanzeige. Ja, ist ja gut. Was ist hier los? Das Ding kennen wir doch schon. Hallo? Okay. Jetzt. Ah, jetzt. Und zack. Nun gut, was passiert? Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Boah, diese Musik. Die Musik! Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes,
liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Die Musik ist so geil in diesem Spiel. Du hast die Rubintafel erhalten. Mega sick. Komm, mach weiter. Hallo. Was war das eigentlich gerade für ein komischer Tanz? Hm. Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldin begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Im Wald gibt es sicher einen Weg, zum Wolkenmeer zurückzukehren. Okay. Jetzt frage ich mich aber auch, wie genau sie an die Orte hinkommt. Yo, Bro, was los? Hey, ich bin's. Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Einfach nur, wer bist du? Lass mal, wer bist du machen. Wie, du kennst Matcha nicht mehr? Das ist eine Enttäuschung. Endlich hat Matcha seine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut. Und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Richtig assi. Oh no. Hm? Wer zum Teufel bist du? Okay. Wie gesagt, ich glaube, die Blöcke können wir noch nicht hochschicken. Also werden wir jetzt erstmal speichern. Und zurück ins Wolkenmeer reisen. Jawohl. Okay. Und da sind wir schon wieder im Wolkenmeer. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit dem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen an, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Und da können wir dann wahrscheinlich auch die Truhen öffnen. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Jawohl, das tun wir. Aber erstmal werden wir... Moment mal, was war da? Cool, man kann hier Rubine einsammeln. Ich werde dem jetzt aber nicht hinterherfliegen. Weil... Ratet mal. Unsere Geldbörse voll ist. Das heißt, wir werden jetzt hier erst einmal landen. Und uns ein bisschen was gönnen. So. Moment mal, was ist hier los? Hallo? Rissa. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar. Schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Okay. Können wir uns hier einfach Suppe nehmen? Ich glaube, das probiere ich mal irgendwann. Aber gerade haben wir zwei Feen. Und da werde ich jetzt keine von wasten. Sorry. So. Wir werden erstmal zu Doruku gehen. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich will Items verbessern. Alles klar. Das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Hä?
können nicht den Käfer verbessern? Ich dachte, wir könnten den Käfer verbessern. Puh. Na gut. Wir haben immer noch keinen Glibber. Naja. Ach, warum denn das? Weil ich keinen Glibber habe. Ich habe einfach keinen verdammten Glibber. Untersuchen. Das macht dann 50 Rubine. Null. Ja, aber es macht doch nichts, werter Herr. Schaut euch einfach um. Ja, okay. Ah, ihr kommt gerade richtig. Ich habe neue Items im Sortiment. Ihr könnt nun ein Eisenschild und eine kleine Dekotasche erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtest. Möchtest. Das geht bei mir. Interessiert euch also an einem Eisenschild? Dieser Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Selbst loderndes Feuer kann diesem Prachtexemplar hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroangriffen solltet ihr euch in Acht nehmen. Das macht 100 Rubine, mein Herr. Her damit. Den nehmen wir direkt. Und gehen. Ja, komm, bla bla bla. Werkstatt und so weiter, ja, ist schon klar. Wir gehen den Schild direkt einlagern. Also gut, nur zu. Was ist denn mit dir? Verkauf? Nee, ins Lager bitte. Obwohl. 20 Rubine würden wir dafür bekommen. Pff, ja, okay, komm. Dann verkaufen wir das Ding. Ich gebe dir 20 Rubine und sorge das Item, wenn du willst. Bist du damit einverstanden? Yo! Danke. Hast du sonst noch irgendwas? Nö. Ja, ja, vielen Dank und so. Mensch, was ist denn? Können wir dich irgendwie aufmuntern? Gerade nicht? Hm, ja, okay. So. Doroko! Was ist los? Was kostet es, diesen Schild aufzuwerten? Zum harten Schild. Eldin-Erz brauchen wir dafür. Komm schon, Alter. Dein Ernst? Aber warum denn das, wenn ich kein Eldin-Erz hab? Mann. Sei gegrüßt, junger Freund. Üblicherweise verlange ich dafür ja 10 Rubine, aber nur heute wage ich den Blick in den Kristall für einen einzigen Rubin. Ja, mach mal. Ist auf jeden Fall ganz geil, um das mal zu zeigen. Oh, wie schön. Ich hatte so lange keine Kunden mehr. Nein, versteh mich nicht falsch. Diese sanften Augen verfügen über die Macht der Weissagung, junger Freund. Daran habe ich auch nicht gezweifelt. Oh. Oh, ich sehe es. Ja, ich sehe ganz deutlich vor mir. Ich sehe Feuer. Ah, ein Ort voll lodernder Flammen. Mir wird schon vom Hinsehen ganz heiß, junger Freund. Ein Holzschild wird dir sicher an diesem Ort kaum schützen können. Aber ein Eisen. Ja, das ist es. Kauf ein Eisenschild. Und auch ein Herztrank im Gepäck ist stets nützlich, aber das weißt du doch bestimmt schon. Nun, das wäre alles. Alles klar, dankeschön. Weißt du jetzt, was der Blaue bringen soll? Ah, an dem Rezept arbeite ich noch. Okay. Oh, hallo, willkommen im wunderbaren Trankladen. Ich bin dafür zuständig, deine Tränke zu verfeinern. Ich benötige jedoch Insekten zum Verfeinern der Tränke. Ach ja, wir wollten ja... Ja, du sagst da was. Danke. Danke, Bro. Du sagst da was.